Dobrý deň, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Barbara Karlich. Ich bin sowas wie der tschechische Jan Kraus und Lenkerin in mir wird für Sie übersetzen. Takže ještě jednou dobrý den, vážené dámy a pánové, pozdravím paní Barbaru Karlich, to je něco podobného v Rakousku jako nás Jan Kraus. A já jsem jmenuji Lenka Krausová, budu pro vás předvádět. Ich darf Sie im Namen der Hausherren Ronny hier auf der Bühne und Roger Solny ganz herzlich willkommen heißen in der Excalibur City. Am 11. Juni, also vor kurzem mehr als einem Monat, wurde hier die Indoor-Kinderwelt eröffnet. Mittlerweile 15.000 Quadratmeter insgesamt können sich hier die Kinder, die Großen und die Kleinen austoben. Und wir freuen uns sehr, dass Sie zum heutigen Biene-Maja-Tag gekommen sind. Wunderbarer Karel Gott. Chci vás pozdravit a přivítat jménem pana Rodra a Solnyka, obou Solnyků. 11. června bylo tady otevřeno vlastně indoor centrum pro děti, ale nejenom. Takže paní Barbara se naučila pár slov česky, tam šlo je to opravdu vynikající, krásno. Aber bitte nicht auf Tschechisch antworten, oder? Versuchen Sie es. Ale prosím, žádná odpověď v češtině nedokáže reagovat. Teď bych měl na vás pár otázek. Vor einigen Jahren, es war vor vier Jahren, hat Ronny Solny, der in Wirklichkeit eigentlich noch immer ein Kind ist, deswegen mag er auch Kinder so gern und macht so viel für Kinder, ein Buch geschrieben, das da heißt Im Land der Lügen. Es ist eigentlich ein Buch, das in Wirklichkeit, es ist wohl ein fantastisches, das von Intrigen und Lügen und Hass und Neid durchsät ist, so wie in Österreich, und man lernt dann daraus. Schaffen es die Kinder, da rauszukommen? Joe und Nick sind die Kinder, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Takže při 4 lety plná lží a intrik, která má děti naučit, jestli to zvládnou, jestli dokážou rozeznat, jestli na to přijdou nebo ne. Genau, Im Land der Lügen. Und jetzt ist es so, dass dieses wunderbare Tschechien weniger Lügen und Intrigen gibt, oder ob es vielleicht nur am Papier liegt. Jedenfalls wissen wir aus geheimer Quelle, dass unser großer Karel Gott Geburtstag gefeiert hat. Und das ist ein Anlass mitunter, warum er jetzt gleich von Ronny Solny ein wunderbares Präsent geschenkt bekommt, aber dann, danach, sofort, Sie dürfen jetzt gerne Ihre Fotos machen, aber für ihn bewusst ist leider keine Zeit, weil Karel Gott schnell, schnell, schnell auf die Bühne muss. Takže tato kniha, kterou pan Solny napsal, byla přeložena do češtiny, takže to je ten důvod, proč tady jsme. Protože jsme se dohadovali, proč v češtině je ta knížka o něco tenčí než v němčině, jestli je méně lží a podvodů v češtině. A protože to zrovna je Karel Gott měl teď narozeniny, tak současně tu knihu použijeme jako takový dárek vlastně. Takže ještě potom krátce předání té knihy, ale mám Karel Gott potom, jak říká Iva, protože všechny pokračuje v koncert, takže teď si ještě můžete krátce udělat fotky, ale žádné interview, protože potom opravdu všechno bude dělat velice rychle. A věc bych mě rozvolat na mě víte rohny uvedím. Takže předám vše slovo. Also, willkommen und danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir haben vor einigen Wochen hier Winnetou-Tage gehabt mit Bir Bris und auch Winnetou ist einer, der Kinder sehr begeistert hat, der Kindheit geprägt hat. In der nächsten Phase war es uns ein Anliegen, einen echten, wahren, das passt auch zum Marco Lügen, einen wahren, richtigen Star aus Tschechien zu engagieren. Karel Gott hat eines mit der Excalibur City gemeinsam, und zwar, wir können die Menschen sowohl diesseits als auch jenseits der Grenze begeistern. Karel Gott hat nicht nur in Österreich, vor allem auch in Deutschland, in der Schweiz, im ganzen deutschsprachigen Raum und auch weltweit große Erfolge gefeiert und ist, würde ich sagen, aus tschechischer Sicht jetzt gesehen, wahrscheinlich der größte Exportstar, den dieses Land zu bieten hat. Tady přišel nás ještě pan Pierre Brice, pro děti opravdu veliký zážitek. A další krok jsme přemýšleli, koho poslat dál, takovou hvězdu další z Česka, protože to je pana Karla Gotta. A pan Karel Gott je to správné do respektu, protože oslovuje i české, i německé mluvící publikum. Je to vlastně taková nejlepší exportní atraktivita České republiky. Nun haben wir heute, feiern wir sozusagen den Biene-Maja-Tag, eben wieder etwas, das
ich glaube, die Älteren, vor allem von uns, sehr begeistert hat in unserer Kindheit, die Biene Maja, der Willi, die Fliege Puck, die Thekla und so weiter, der Flint nicht zu vergessen, waren grandiose Stars auf dem Bildschirm und gespielt worden ist. Ich kann sie auch heute noch immer auswendig singen, weil ich diese Melodie wirklich mag. So war es uns ein Anliegen, wie gesagt, Karin, dafür zu gewinnen, hier bei uns heute diesen Tag zu feiern mit einem Konzert, das wie gesagt im Anschluss daran. Tyto postavičky celou dobu, tak to byla písnička pana Karla Gotta. A pan Roni ještě říká, to je přesná písnička jeho dětské a ještě dneska jí z paměti umí zaspívat. Takže kdo jiný by tady měl být než pan Karla Gott? A proto to expertu velice těší, že si za čas našel. Der Karel, wie ich ja hat und davon zwei, ja noch sehr jung, die ja durchaus, ich sage mal, mein Publikum hier wäre. Ich hoffe, dass ich sie mal mit ihren Kindern auch begrüßen darf und mal ein bisschen Action mit den Kindern feiern. Gut, ich möchte dann gerne das Buch übergeben. Die Barbara hat zu dem Buch bereits ein paar. Okay, gut. Tak ještě jenom krátce na panu Rodičku, mám je zavřenou a veřejně se budou ty další výtisky dát až v polovině příštího týdne, takže první výtisky je pro pana Rodička. Das Buch ist ein Buch für Erwachsene und Kinder, vor allem denke ich, wenn es die Erwachsenen mit den Kindern lesen, wird diese Grenze zwischen Lüge und Wahrheit, ja, ich sage nicht deutlicher, sondern deutlich verschwommener. Jeder, der die reine Wahrheit spricht, hat automatisch die Lüge drin verpackt. Es ist gewidmet allen großen und kleinen Lügnern und heißt im Untertitel, also im Land der Lügen, auf der Suche nach dem Schlüssel zur Wahrheit. Die beiden Kinder, die im Land der Lügen landen, müssen den Schlüssel zur Wahrheit finden und ihn zum König der Lügner bringen, um wieder nach Hause zu kommen, eine abenteuerliche Reise durch ein unbekanntes Land. Bitte, das erste Buch in Tschechisch im Land der Lügen. So, auch zu uns bitte rüber, Ronny. Danke. Ein bisschen mehr Excalibur musst du drauf haben. Ja, so, jetzt. Ja, geh noch rüber. Ja. Karl, Ronny, kannst du ein bisschen aufmachen? Ja, wir schauen einmal in der Runde. Ja. Ja. Dann gibt es endlich Wahrheit. Die reine Wahrheit. Ja, rein. Da bin ich. Ja. Aber dann, danke schön. Danke. Danke. Ja. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß beim Lesen. Sie können es ruhig Ihren älteren Kindern auch lesen lassen und mit den Jüngern vielleicht vorlesen. Ja. Also, ich darf Ihnen noch mein Diplom überreichen. Mhm. Alles Gute von ganz dir. Ach so, schön. Ich wurde über Geburtstag nicht heute, aber. Wer will das schon? Ich möchte mich bedanken, dass ich der Erste bin, der das Buch in Tschechisch in der Hand habe. Schlüssel zur Wahrheit, das ist ewiges Thema. Unser Ex-Präsident hat gesagt, es wird Wahrheit siegen und ich weiß nicht. Den Schlüssel haben wir noch nicht. Es ist immer schwierig, wenn das ein Politiker sagt. Ja, aber der den Schlüssel findet eines Tages, der wird Schwierigkeiten haben. Semi-Regie. Gut, dass wir das Buch hier einweihen. Im Land von niemand. Ja, im Niemandsland. Niemandsland. Že právě křtíme tuto knihu na půdě, které se říká zem nikoho. Neutrální. Protože s takovým témem zemi lží, nevím, kde by se to dalo, aby to bylo vhodné, aby
si to nikdo nestavoval na sebe. Takže zemi lišní na neutrální půdě, zemi nikoho, niemand slad und Schlüssel zur Wahrheit. Und ich bin dabei. Vielen Dank. Ich bedanke mich vielmals. Jetzt muss er rüber, der Karigon, zur Bühne, wo Sie natürlich auch herzlich willkommen sind. Auf der riesigen Showbühne gibt es jetzt ein einstündiges Konzert. Vielen Dank. Takže pán Karigon musí utíkat už na pódium, tam so 6 hodin potom máte hodlený koncert.